den letzten Monaten habe ich mich immer wieder mit einem Wort beschäftigt, beziehungsweise mit einer Bewegung. Und zwar heißt das Wort Widerstandsbewegung. Weißt du, was eine Widerstandsbewegung ist? Die hat es schon zu allen Zeiten gegeben. Du kennst es sicher aus dem Geschichtsunterricht, du kennst es aus der Politik, du kennst es aus der Gesellschaft. Immer wieder gab es Widerstandsbewegungen. Und ich habe darüber nachgedacht, was heißt das denn für uns Christen, ein Widerstandskämpfer zu sein, in einer Widerstandsbewegung zu sein? Nun liegt es mir ferne, mich an politische, gesellschaftliche oder geschichtliche Dinge anzudocken, sondern mir liegt es daran, einfach mal darüber nachzudenken, über dieses Wort Widerstandsbewegung. Erklärt wird das Wort folgendermaßen. Es ist eine Bewegung, die den Kampf gegen ein unrechtmäßiges, unterdrückerisches Regime führt und den Widerstand organisiert. Und als ich darüber nachdachte und auch so ein bisschen darüber studiert habe, da dachte ich, ja, genau. Wir sind als Christen, als Kinder Gottes, wenn du ein Kind Gottes bist, dann solltest du dir Gedanken darüber machen, dass du auch in den Widerstand gegen den Teufel, gegen den Feind, der gegen dich steht, aufzustehen. Dann solltest du wissen, ich muss mich zusammenschließen, damit das Reich Gottes gebaut wird. Damit die terroristischen Aktionen, die der Feind immer und immer und immer wieder ausführt, damit du dagegen aufstehen lernst. Als ich darüber nachdachte, fiel mir die Geschichte von Elia ein. Elia hatte einen großen Sieg eingefahren. Und plötzlich hört er von Isabel. Isabel trachtet ihm nach dem Leben. Nach diesem großen Sieg kommt sie und bedroht sein Leben. Und Elia haut ab. Ich lese dir vor, was Isabel sagt. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich deinem Leben ein Ende, dem Leben eines von ihnen gleich. Der Geist und der Feind von Isabel sind immer auf Raubzug aus. Sie sind immer darauf aus, das Leben auszulöschen von denen, die dem Reich Gottes dienen. Und ja, Elia reagiert darauf mit, ich hau ab. Und er reagiert mit Angst. Weißt du, dass Angst lähmend ist? Dass Angst uns inaktiv werden lässt? Dass Angst uns völlig ausschalten kann? Aber ich sag dir was, Gott ist barmherzig, Gott ist treu. Gott ist an Elias Seite und sagt, was tust du hier? Was tust du hier? Und genau das ist deine Frage, die Frage heute auch an dich. Was tust du in deiner Situation? Reagierst du mit Angst und mit Rückzug und mit deprimierten Gedanken und mit, das schaffe ich nicht, das gebe ich auf, da kann ich ja nichts machen? Mit Rückzug in einen Bereich, wo du denkst, da wärst du sicherer? Oder entscheidest du dich zu sagen, ja, ich stehe auf. Ich stehe auf, weil Gott an meiner Seite ist. Und genau das ist in der Geschichte von Elia auch passiert. Gott sagt zu Elia, steh auf und iss. Das ist mir wirklich eine große Aufforderung auch in meinem Glaubensleben geworden. Steh auf aus dem, was dich niederschlagen wollte, was dein Leben bedroht hat. Steh auf und iss. Iss von dem Wort Gottes, iss von der Verheißung, iss von dem Segen, iss von dem, was Gott dir jetzt geben will. Und seine Verheißungen sind Ja und Amen in ihm. Seine Verheißungen werden in deinem Leben zustande kommen und du stehst auf und sagst, ja, ich gehe. Selbst Paulus spricht davon, dass er Kämpfe von außen hat und Kämpfe von innen. Aber dennoch vertraut er, dass Gott mit ihm ist, dass Gott ihm durchhilft und dass Gott an seiner Seite ist. So, du kannst darüber nachdenken, will ich eine
Widerstandsbewegung, will ich in eine Widerstandsbewegung hineingehen? Will ich wirklich schon alleine für mich mich in Richtung Widerstand gegen den Feind bewegen? Will ich mich in meiner Situation oder in den Dingen, die ich gerade zu bewältigen habe, will ich mich lieber zurückziehen? Oder sage ich nein? Ich stehe auf. Ich nehme das Wort Gottes. Ich esse das Wort Gottes. Ich bin stark in dem, was Gott mir gibt und was Gott mir sagt. Und ich gehe weiter. Ich gehe durch die Situation hindurch. Ich werde durchkommen, weil Gott an meiner Seite ist. Gott hat mehr für dich.